Hi, ich bin Ricarda Lang. Ich bin stellvertretende Bundesvorsitzende bei den Grünen, mache da ganz viel zum Thema Frauenpolitik und Gesundheit und heute stelle ich mich eurem Hate bei Dislike. Dir gutes Milli schreibt, wenigstens muss man bei der Hashtag Ricarda Lang den Lebenslauf nicht korrigieren, ist ja nichts da. Ja, dann steht eine Kanzlerinnenkandidatur ja nichts mehr im Wege. Der Patrick Schweißi schreibt, ist Ricarda Lang nicht diejenige, die sich für die Regulierung von Fastfood-Werbung stark macht, sich aber mit dieser eben ablichten lässt? Lieber Patrick, das ist leider beides falsch. Ich bin weder für die stärkere Regulierung von Werbung in dem Bereich, noch habe ich mich ablichten lassen. Ich wurde heimlich fotografiert und das wurde dann von der AfD verbreitet. Peter erstens und Peter zweitens schreibt, wie soll sie schon ticken? Nix arbeiten, null Lebenserfahrung, aber nach der dicken Kohle im Bundestag grapschen. Lieber Peter, ich glaube, dass es unserem Bundestag ganz gut tun würde, wenn da ein paar junge Menschen drin wären, die vielleicht zum Beispiel noch wissen, wie es ist, einen BAföG-Antrag auszufüllen. WTC7 schreibt, was hat die Ricarda Lang für ein Zeug genommen? Ich will auch sowas. Ausrufezeichen. In den meisten Fällen ist die Antwort darauf Cola Light. Ray da la lay schreibt, @ Ricarda Lang. Gänsehaut bekommt man tatsächlich bei diesen sexistischen Frauen, die denken, man müsse sie bevorzugen, bloß weil sie einen Vulvenmalkus im evangelischen Kirchentag erfolglos besucht haben. Ich habe leider weder erfolglos noch erfolgreich jemals einen Vulvenmalkus besucht. Georg Ernst schreibt, Wohlstand, liebes Mädchen, ist das, in dem du seit deiner Geburt gelebt hast. Lieber Georg, ich bin bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, die als Sozialarbeiterin in einem Frauenhaus gearbeitet hat. Das heißt, ich weiß ganz gut, dass man sich von gesellschaftlicher Relevanz nicht so gut die Miete leisten kann. Lollipop-95 schreibt, die ist genauso eine Lifestyle-Linke, wie Sarah Wagenknecht sie beschreibt. Der ging es doch immer zu gut. Ich glaube eigentlich, dass ich eher aus meiner Familiengeschichte weiß, dass Frauenpolitik, Emanzipation, Feminismus und Gerechtigkeit zusammengehören. Wäre schön, wenn Sarah Wagenknecht das auch so sehen würde. Miss Marple schreibt, die rattert ihre Phrasen runter, als wäre alles nur auswendig gelernt. Die ist total indoktriniert, kann die auch selbstständig denken. Die Frage wäre, von wem ich indoktriniert wäre. Das würde mich dann doch sehr interessieren. Vielleicht kann Miss Marple das mit ihren detektivischen Kenntnissen für mich rausfinden. Rebound54 schreibt, na Gott sei Dank, dann hat ja McDonald's endlich eine Lobbyistin im Plenum. Hashtag Ricarda Lang, ganz nah am Hashtag Burger. Ich glaube, der Hashtag Burger bringt wirklich nicht so viel Reichweite und ist auch ein relativ ausgelutschter Witz. Wurstwasser schreibt, studiert seit Jahren Jura. Naja, mal sehen, wann der Lebenslauf geändert wird. Für die freie Wirtschaft bzw. Arbeitsmarkt ist die eh nicht vermittelbar. Ich studiere tatsächlich seit 2019 nicht mehr Jura, lieber Wurstwasser. Alien World schreibt, die ist wieder ein Beweis, dass die Massenverblödung nicht mehr zu stoppen ist. Ja, das könnte man vielleicht auch über diesen Kommentar sagen. Mark Oliver Hempel schreibt, sie mag keine Phrasen, bedient sich dieser aber wie konsequent. Ehrlich gesagt stimmt das wahrscheinlich manchmal. Ich glaube, das passiert uns allen als Politikerinnen. Ich versuche das möglichst wenig zu machen, aber arbeite da auch an mir. Clifford Brown schreibt, Baerbock, Schulze, Göring-Eckardt und auch Lang, der neue Typus der grünen, schnellsprechenden Hypermoralistinnen, die in ihrem Leben keinen geregelten Beruf nachgegangen sind. Das mit dem Schnellsprechen stimmt tatsächlich, das mit der Hypermoralistin überhaupt nicht. Foot22 Predictions schreibt, nimm dich nicht zu wichtig. Okay. 04 Jutti schreibt, Ricarda Lang hat mich nach einem Post blockiert und nein, ich habe nur ganz ordentlich meine Meinung kundgetan, ohne persönliche Beleidigung. Kann ich leider nicht ernst nehmen. Liebe Jutti, ich weiß nicht, auf welchen Kommentar du dich beziehst, aber eigentlich blockiere ich immer dann, wenn es persönlich verletzend wird, wenn Hasskommentare kommen, weil mein Profil ist keine Spielwiese für Menschen, die Hass verbreiten. Dave van Loco schreibt, diese Pharmaindustrie geschmierte Traumwelt-Ignoranten kann nicht mal ihren Lippenstift richtig ziehen. Das stimmt leider. Das kann ich wirklich nicht. Aber dazu, das mit der Pharmaindustrie, ich setze mich zum Beispiel für die Freigabe von Impfpatienten ein, also das lasse ich mir nicht sagen. Fridolin 1504 schreibt,
Die ist doch mit Dummheit schon genug gestraft. So eine lädt man doch nicht ins Fernsehen ein. Ich kann diesen Kommentar nicht so ganz böse finden, weil Fridolin mein erstes Pony hieß. Das heißt, ich finde es ein bisschen niedlich, auch wenn es gemein ist. Ronald Sucht schreibt, immer diese Quotenweiber auf Listen. Direkt gewählt hätten die wahrscheinlich keine Chance. Ich kandidiere diesmal direkt, werden wir also sehen. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft auch ziemlich viele Quotenmänner haben. Ein Klaus schreibt, Ricarda, für dich könnte ich echt schwach werden und doch wieder grün wählen. Das würde mich sehr freuen. Am besten gleich Grünmitglied werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt gerne hier, um den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr wissen wollt, wie Martin Sonneborn von Die Partei auf den Hate reagiert, dann könnt ihr hier das Video anschauen. Und wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dann folgt mir gerne bei Instagram oder bei Twitter. Man findet mich überall als Ricarda Lang.